Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin euer Carlo RP und ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge Black and White 2. Wir haben ja beim letzten Mal diese Stadt hier angefangen zu bauen. Wir haben einen Altar, das Gehege, Taverne, Militär. Hier kommt schon ein beeindruckendes Dorf, was wir... Die vernichten unser Volk! Schnapp dir die Armeeflagge, um eine Armee auszuheben. Es geht nichts über Berserker mit Schwertern, Boss. Für die Griechen wird die Sonne rot untergehen. Die Menschen warten an den Grenzen darauf, eingelassen zu werden. Der Stamm der Griechen scheint unentwegt zu wachsen. Nicht mehr lange. Die Griechen haben eine Armee? Nun gut, wir werden sie willkommen heißen! Die machen unser Volk alle! Sieh dir das an! Kampf bringt das Blut in Wallung! Die Griechen sind den Wikingern nicht gewachsen! Ich bin bereit. Ausrücken! Los, Jungs! Angriff! Nein! Ich will gute Nachrichten! Nicht so etwas! Los, Jungs! Ausrücken! Ich bin bereit. Jawohl! Bleibt zusammen! Beneidet die Griechen nicht um ihre Stadt. Sie wollen euch nur verführen. Meine aztekischen Herren werden hoch erfreut sein, wenn ich ihnen die Griechen zum Geschenk mache. Ich bin bereit. Auflösen! Wir haben Verluste! Oh, my God.
Unser Volk wird angegriffen! Wikinger! Zu den Waffen! Die Griechen kommen! Sie machen uns fertig! Möge unsere Armee die Griechen vernichten! Abmarsch! Auflösen! Soll eure Stadt rasch wachsen, braucht ihr viel Nahrung. Euer kleiner Liebling kann euch bei der Ernte helfen. Ihr müsst ihm nur in der Nähe eines Feldes die Rolle eines Sammlers zuweisen. Öffnet das Menü Rolle der Kreatur, um der Kreatur eine Rolle zu geben. Wählt den grünen Sammler-Button. Dadurch ändert sich die Rolle der Kreatur und ihr nehmt die Leine in die Hand. Wie konnten diese Narren den Angriff der Azteken überleben? Wählt den grünen Sammler-Button. Göttlich! Doppelklickt jetzt mit der Aktionstaste auf das gewünschte Einsatzgebiet. Die Menschen warten an den Grenzen darauf. Seht ihr den Kreis um die Flagge herum? Innerhalb dieses Radius sammelt euer kleiner Liebling Rohstoffe oder erledigt andere Aufgaben. Dann bringt er die Rohstoffe ins Lagerhaus. Im Moment ist euer Liebling kein guter Sammler. Er nimmt immer nur wenig Getreide mit. Er ist ein Sammler der Stufe 1. Investiert ein bisschen Tribut, wenn ihr seine Stufe verbessern wollt. So arbeitet er viel effektiver. Himmlisch, nicht wahr? Ihr könnt euren Liebling auch zum Krieger, Baumeister oder Alleinunterhalter machen.
Als Baumeister hilft euer Liebling bei sämtlichen Bauvorhaben in der Stadt. Und als Krieger kämpft er in deiner Armee. Unsere Kreatur ist noch klein und kein echter Krieger. Investieren wir ein bisschen Tribut in ihren Kriegerwert, machen wir das Biest gefährlich. Dann macht er, was er will. Und was ihr ihn gelehrt habt. Eine Kleinigkeit noch. Jede Rolle schränkt natürlich den freien Willen deiner Kreatur ein. Ja, je länger sie in einer Rolle bleibt, desto weniger frei ist ihr Wille. Lasst ihr sie zu lange in einer Rolle, wird sie vom Haustier zur Maschine. Ja, aber das dauert relativ lange. Im Kreaturmenü auf dieser Leiste kannst du einen Blick auf den freien Willen der Kreatur werfen. Mit einem Klick auf freier Wille könnt ihr euren Liebling von seiner Rolle entbinden. Experimentiere doch ein bisschen mit den Rollen rum, Boss. Mal sehen, ob unsere Stadt dadurch wächst. Und wenn wir angegriffen werden, machst du das Vieh zum Krieger, ja? Der Stamm wird angegriffen. Gut. Bald wird es Krieg geben. Abmarsch! Los, jetzt! Sehr gut. Lasst uns nun... Attackiert das Monster! Möge unsere Armee die Griechen vernichten! Ich vernichte die Griechen und verdiene mir den Lohn der Azteken. Bekehrter Baumeister. Bekehrter Baumeister. Die vernichten unser Volk! Die Menschen warten an den Grenzen darauf, eingelassen zu werden. Möge unsere Armee die Griechen vernichten! Abmarsch! Auflösen! Thank you.
Die Griechen wollen kämpfen! Ich hasse Ihre Stadt. Ich würde sie lieber vernichten, als dort zu leben. Wo sind meine besten Krieger? Macht euch bereit für die Schlacht! Wenn die Griechen vernichtet sind, herrschen die Azteken über diese Welt. Thank you.
vernichten unser Volk! Wir brauchen rekrutiert eine Armee und vernichtet diese Jammerlappen! Sie werden immer stärker. Wir müssen uns für den Krieg rüsten. Die Griechen verstecken sich hinter ihren Mauern. Sie kämpfen nicht wie Wikinger. Wie sollen die Azteken über diese gottlose Welt herrschen, solange es Griechen gibt? Möge unsere Armee die Griechen vernichten! Die Griechen vermehren sich wie die Karnickel. Bah! Das Dorf steht vor der Zerstörung. Dieser Feind rekrutiert eine Armee und vernichtet diese Jammerlappen.
Wir hassen die Griechen ebenso, wie unsere aztekischen Herren es tun. Griechische Armeen? Wir werden uns ihnen stellen! Da wird heftig gekämpft! Rekrutiert eine Armee und vernichtet diese Jammerlappen! Bekehrter Baumeister. Bekehrter Baumeister. Klasse, Boss! Du hast einen Menschen geopfert! Tolles Gefühl, oder? Die Azteken wollen herrschen. Die Griechen müssen vernichtet werden.
Krieg zieht herauf! Ein Krieg, den die Wikinger gewinnen werden! Ich werde die Würmer, die den Angriff der Azteken überlebt haben, zerquetschen! Möge unsere Armee die Griechen vernichten! Beneidet die Griechen nicht um ihre Stadt. Sie wollen euch nur verführen. Schärft eure Klingen! Es gibt Krieg!
Wenn die Azteken über dieses Land herrschen sollen, muss ich die Griechen aufhalten. Bekehrter Brüter. Unsere Armee, die Griechen vernichten! Nein! Warum überlassen mutige Wikinger diesen griechischen Emporkömmlingen unsere Dörfer? Die Wikinger sind unbesiegbar. Das werden bald auch die Griechen erkennen. Unsere Armee, die Griechen vernichten! Wasser! Überall Wasser! Wunderbar! Meine aztekischen Herren werden hoch erfreut! Göttlich! Hey Boss! Unser Freund macht sich gleich ganz nass!
beneidet die Griechen nicht um ihre Stadt. Sie wollen euch nur verführen. Wir haben eine Stadt erobert. Bekehrter Gläubiger. Bekehrter Gläubiger. Lassen mutige Wikinger diesen griechischen Emporkömmlingen unsere Dörfer! Diese Narren den Angriff der Azteken überleben. Die Griechen werden den Zorn der Wikinger spüren. Ja, meine lieben Freunde, das war eine weitere Runde von Black and White 2. Ich glaube, es ist jetzt mittlerweile die fünfte Folge. Wenn jetzt noch diese Armee... was auch immer das sein soll... werden wir jetzt nochmal aufhalten.
Wir stehen unter Beschuss! Möge unsere Armee die Griechen vernichten! Meine Männer haben den Tod verdient. Sie kämpften nicht wie wahre Wikinger. Mein Volk widersteht den Verlockungen dieser blühenden Griechenstadt. Ich vernichte die Griechen und verdiene mir den Lohn der Azteken. Der Feind baut Mauern? Schickt sofort Truppen los! Sie rüsten sich für die Schlacht? Endlich! Wir müssen die Griechen vernichten, bevor sie zu zahlreich werden! Die Menschen warten an den Grenzen darauf, eingelassen zu werden. Wir haben eine Stadt erobert. Das Dorf wird angegriffen! Die Griechen... Möge unsere Armee die Griechen vernichten!
Nein! Warum überlassen mutige Wikinger diesen griechischen Emporkömmlingen unsere Dörfer? Am Rand unseres Einflussbereichs warten ein paar Sterbliche, die zu uns überlaufen wollen. Vernichten ihre jämmerliche Armee! Armee, die Griechen vernichten! Ja, meine lieben Freunde, wenn die Griechen vernichtet sind, herrschen die Azteken über diese Welt. Wir sehen uns bei einer weiteren Folge Black and White 2. Bis dann, ciao.